Dip, 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 Freunde, was ein wunderschöner Tag. Ihr fragt euch, was ich mache. Ich gehe Sim Lucky besuchen, denn ich war gerade beim Sushi-Mann und habe Sushi gekauft. Oh ja, ich liebe Sushi. Sushi ist so lecker. Freunde, das hier ist meine Lieblings-Sushi. Lachs mit Reis. Sim Lucky, bist du zu Hause? Ich habe Essen mitgebracht für uns. Hm? Pilzi, du bist so süß. Okay, was machst du hier? Warte mal, Sim Lucky, spielst du gerade mit Kuscheltieren? Du bist doch kein Baby mehr. Ich bin Kuscheltier. Nein, nein, okay, das sieht nicht danach aus, wie es aussieht. Wie findest du meinen neuen Computer? Jetzt versuch jetzt nicht vom Thema abzulenken. Ey, das ist das dein Ernst? Ich hab's ganz genau gesehen. Freunde, Sim Lucky spielt einfach mit Kuscheltieren. Oh Mann, was ein Baby. Ey, okay, auf damit, Junge. Du willst doch nicht wieder Streit, Alter. Sim Lucky, willst du etwa Streit, Alter? Oh nein, ich habe nur drüber nachgedacht, wie schön es früher war. Ich habe immer mit Pilzi gespielt. Oh ja, stimmt, ich weiß noch. Und warte mal, hast du noch mein Kuscheltier von damals, als wir Babys waren? Natürlich, Pilzi spielt auch manchmal mit Delfini. Oh, ich liebe Delfine, Freunde. Schau dich das an. Das war mein Lieblingskuscheltier damals. Oh Mann, ich vermisse die Zeit echt, als wir kleine Babys waren. Denn als wir Babys waren, hatten wir überhaupt keine Stress. Freunde, keine Sorgen, nix. Wir waren komplett frei. Und Essen mussten wir auch nicht selber besorgen. Unsere Eltern haben uns das einfach gegeben, in den Mund gesteckt. Oh ja, und jetzt machst du mir immer Essen und es schmeckt echt ekelhaft. Was? Oh Mann, Sim Lucky, du musst auch mal lernen, selber zu kochen, Mann. Oh, okay, ey, ich will nicht kochen, es ist voll langweilig. Naja, Freunde, ich würde sagen, als Baby war es wirklich richtig, richtig entspannt. Wir hatten nie Stress, keine Sorgen, wie gesagt. Und wir mussten nicht immer in dieser weiten Minecraft-Welt überleben. Du weißt doch, am Abend kamen immer die Zombies und unsere Eltern haben uns beschützt. Jetzt müssen wir selber kämpfen, Freunde. Oh ja, wir müssen kämpfen, aber ich bin auch groß und stark geworden. Ja, Sim Lucky, du bist groß und schwach geworden und mehr auch nicht. Okay, Sim Lucky, weißt du was? Ich hatte echt einen harten Tag. Komm, lass uns hinlegen und ein bisschen was futtern. Okay, okay, lass uns zusammen. Was hast du geholt? Schau mal, ich habe Sushi geholt. Schau selber. Sushi, ich liebe Sushi. Ich wünschte echt, wir wären wieder Babys, Sim Lucky. Oh ja, okay, das wäre so schön. Naja. Ach, wäre das super. Warte mal, hörst du das? Was ist das für ein Zischen, hä? Sim Lucky? Was ist das? Was ist das? Sim Lucky, ich sehe nichts. Oh, warte mal, was war das für ein grelles Licht? Hast du das gesehen? Okay, meine Augen sind noch immer geblendet. Oh Mann, und meine auch. Was war das? Oh Mann, lass uns lieber nicht wieder nach draußen gehen, oder nicht? Okay. Sim Lucky, pass auf. Warte mal. Warum geht es hier so tief runter? Warum ist das Bett so hoch? Warum ist alles so groß, Ukri? Stimmt, warum ist mein Rucksack... Warum hast du eine Unterhose an? Warum hast du eine Unterhose an? Leute, warte mal. Was ist passiert? Jetzt sehe ich erst wieder richtig. Warum habe ich den Schnuller im Mund? Ukri, ich habe auch einen Schnuller im Mund. Ukri? Sim Lucky, warum hast du eine Pampers an? Das ist keine Unterhose, das ist eine Pampers. Was? Okay, ich glaube, wir sind Babys. Wir sind Babys und wir sind ein Jahr alt, glaube ich, oder nicht? Weil irgendwie sind wir super, super klein. Oh ja, aber das ist gar nicht gut, Ukri. Wie konnte das passieren? Wie konnte das? Das war doch bestimmt wegen dir. Wie wegen mir? Was redest du da? Wegen deinem Sushi. Wegen meinem Sushi? Was redest du, Sim Lucky? Wir müssen hier irgendwie runterkommen, ohne dass wir irgendwie draufgehen. Ja, da hast du recht. Aber ich glaube, Minecraft-Spielen als Baby ist nicht ganz so einfach, Ukri. Oh Mann, wir müssen echt aufpassen. Die Kerze, das Feuer der Kerze ist nicht super klein, sondern jetzt super groß. Oh ja, Ukri, wir müssen irgendwas machen, dass wir hier... Weiß. Alter, ich war halt, okay, ich hab so Angst, was nur mit passiert mit uns? Ich weiß nicht, in meinem Rucksack sehe ich nur noch diese Sushi, die noch übrig geblieben ist, aber runter kommen wir nicht. Oh Mann, wie machen wir das? Ich hab eine Idee, ich schmeiß sie einfach runter. Ach, komm her, Mann! Aua, das hat weh. Oh Mann, bin ich tief gefallen. Aber ich hab's überlebt, Sim Lucky, du kannst auch runterkommen. Okay. Okay, du hast auch überlebt. Perfekt. Oh Mann, denkst du, hier sind irgendwelche Milben, die sich hier verstecken in unserem Teppich? Ich meine, okay. Schau mal, wir sind so klein wie Insekten. Stimmt. Stell dir vor, hier ist irgendwo eine Maus. Stell dir vor, hier ist irgendwo eine Spinne. Oh Mann, ist das alles hier riesig. Schau dir das an.
Ich habe echt Angst, dass irgendein Insekt kommt. Sage ich dir ganz ehrlich, aber vielleicht haben wir irgendwas durch. Ja? Weißt du noch, was viel schlimmer ist als ein Insekt? Als ein Insekt? Was meinst du? Schau bloß nicht nach vorne! Sam Lucky, was meinst du? Was ist denn? Da? Das ist kein Kuscheltier! Nein, das ist ganz sicher kein Kuscheltier! Oh nein, die denkt bestimmt, dass wir eine Maus sind oder sowas. Renn, ich will nicht so lange überleben. Wir sind so... Nein. So lucky. Stopp. Ich hab die Idee, ich schlag sie. Komm her. Was machst du, so lucky? Abhauen, Sam Lucky, abhauen. Oh Mann, sind wir klein. Ich versteck mich unter der Toilette. Okay. Ich komm mit. Okay. Ganz ruhig, die findet uns hier bestimmt nicht. Warte mal. Mal schauen. Leise. Ganz leise. Warum? Die denkt bestimmt, dass wir Ratten sind oder sowas. Au, ja, das ist gar nicht gut, aber hast du gesehen, wir sind voll stark. Ich glaube, wir sind zwar klein, aber wir sind auch immer so stark wie davor. Oh ja! Okay, aufpassen, okay. Renn, Sam Lucky, renn zurück! Ich komme hier nicht mehr hoch, Sam Lucky! Ich komme auch nicht rüber! Okay, hier lang. Okay, zack. Freunde, wir müssen die Katze abschütteln. Warte mal, Sam Lucky, ich habe eine Idee. Wir müssen wachsen. Aber wie wachsen wir? Darf ich die Leute so ab und Like da lassen? Stimmt, warte mal, Sam Lucky, komm mal hier. Was machst du? Ich bin runtergefallen. Oh nein, hier sind wir in der Falle, schnell. Freunde, bevor die Katze uns auffrisst. Oh, ich kann mich hinter der Kiste verstecken. Sam Lucky, du musst hier auch hin. Oh nein, Uchi, ich kann das nicht. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich glaube, die Leute müssen jetzt ganz schnell liken und abonnieren. Freunde, ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber vielleicht funktioniert das wirklich. Wenn ihr jetzt alle ein Like da lässt und ein Abo innerhalb der nächsten 3 Sekunden, vielleicht wachsen wir dann. Komm schon, Freunde, wir müssen es ausprobieren. Und 3, 2, 1 und vielleicht werden wir wieder groß und stark liken. Wow. Warte mal, wir sind größer geworden. Was macht ihr jetzt, Katze? Hä, komm her, Mann. Zack, ich werde dich besiegen. verschwinde, schnell, verschwinde. Haha, Leute, ihr seid wirklich geklappt. Vielen Dank an alle, die ein Like da gelassen haben und ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Dann macht es jetzt auch nochmal schnell. Vielleicht wachsen wir nochmal. Oh, und warte mal. Zum Lucky, mir ist das aufgefallen. Wir sind nicht so größer geworden. Ja, ich hole dich raus. Warte mal. Zack. Und zack. Oh, danke. Perfekt. Oh Mann, weißt du was, Sam Lucky? Ich glaube, dort unten steht unser Alter. Siehst du das? Level 3 sind wir gerade. Also wir sind 3 Jahre alt, Sam Lucky. Was? Okay, ich will wieder groß werden. Okay, Sam Lucky, ganz ruhig. Weißt du, vielleicht funktioniert das ja irgendwie. Aber ich glaube, die Leute haben schon richtig viele Likes da gelassen. Das ist das Maximale, was wir erreichen können. Um den Rest müssen wir uns selber kümmern. Also wir müssen irgendwas erledigen, damit wir groß werden. Ich glaube, wir brauchen Erfahrungspunkte, oder nicht? Stimmt, wie sollen wir die kriegen? Okay, ich will keine Pampers mehr anhaben. Ich will auch keine Pampers mehr anhaben. Das ist ja echt ungemütlich, Mann. Das heißt, Sam Lucky, wenn wir Erfahrungstränke sammeln, können wir die vielleicht als Alterstrank benutzen und dann altern. Stimmt, ich habe sogar glücklicherweise welche in meiner Küche gelagert. In deiner Küche hast du Erfahrungsflächen gelagert? Perfekt. Komm mit. Oh Mann, ist das tief, die Treppe. Siehst du das? Haha, wir sind eigentlich voll klein. Und die Treppe, warte mal, wir kommen gar nicht mehr hoch. Hey, stimmt, okay. Oh nein, was machen wir jetzt? Oh, egal, dann müssen wir halt runter in deine Küche. Hast du wirklich dort Tränke gelagert, womit wir altern können wieder? Ja klar, Okri, die bewahre ich mir immer auf. Perfekt, vielleicht können wir in ein Alter aufsteigen und vielleicht 4 Jahre alt werden, 5 Jahre alt, 6 Jahre, 7 Jahre, 8 Jahre und 9 Jahre. Und dann werden wir wieder groß sein, Sam Lucky. Oh ja, komm schnell zur Küche, da vorne ist sie. Okay, ich renn. Und warte mal, Sam Lucky, wo sind denn die Erfahrungsflächen? Weiß ich nicht, ich glaube im Kühlschrank oder im Regal. Lass mal erstmal hier nachschauen. Okay, und da ist ja gar nichts drin. Warte mal, da oben... Oh, da ist auch nichts drin. Warum ist ein Kühlschrank leer? Was, ich pack mal die Sushi dort rein. Kann gar nicht sein. Ich habe eigentlich gestern noch aufgefüllt. Wie das wohl verschwunden ist. Komisch, ja, hast du recht. Warte mal, heißt das, die Erfahrungsfläche sind dort oben gelagert? Ja, wie kommen wir da oben ran? Oh nein, Sam Lucky, was hast du getan? Alles deine Schuld, wir kommen dort gar nicht ran. Was wollte ich wissen, dass wir Babys werden? Oh Mann, die Kekse haben voll lecker geschmeckt. Wo sind sie nur hin?
Warte mal, vielleicht hat er noch ein paar in seinen Kühlschrank. Was? Ey, der hat all deine Kekse weggegessen, Billy. Was ist denn dein Haus? Deswegen ist mein Kühlschrank leer. Ja. Gar keine Kekse mehr da. Oh Mann, was soll ich nur machen? Warte mal, ich muss die machen. Upsi! Der hat uns angepumpt, so lange. Ey, Billy, was soll das? Billy, komm her! Warte mal, was macht ihr denn hier? Billy, was machst du in Sam Luckys Haus? Verrat es uns! Warte mal, warum seid ihr so winzig? Was? Wir sind winzig? Du bist selber winzig, schau dich an! Obwohl, warte mal, wir sind echt viel kleiner als du, wie kann das sein? Ich bin größer als ihr, na? Ich kann jetzt immer auf euch Pupsi machen. Hey, Billy, Billy, ganz ruhig, ganz ruhig. Wir brauchen deine Hilfe. Wir müssen da irgendwie rankommen. Kannst du uns vielleicht helfen? Ich bin größer. Ihr könnt nichts mehr bestimmen. Was? Wir wollen doch nur deine Hilfe. Hilfe? Nee, die bekommt ihr nicht mehr. Hä? Wie fies er geworden ist, seitdem der größer ist als wir. Siehst du das, Sam Lucky? Ja, Billy, ey. Warum bist du so gemein? Wir waren nie gemein zu dir. Ja, wir waren nie gemein zu dir. Naja, keine Möglichkeit gibt es, wenn ihr mir Kekse macht. Oh ja, ich liebe ja Kekse. Warte mal, was hast du gesagt? Wenn wir die Kekse bringen, dann hilfst du uns so dran zu kommen? Oh ja, das werde ich tun. Aber erstmal die Kekse, okay? Okay, alles klar, Sam Lucky. Wir müssen die Kekse machen, hast du gehört? Okay, unsere erste Mission, Kekse sammeln, um Billy zu überzeugen und zu helfen. Ganz genau, dann können wir wieder groß werden, Freunde. Ich will kein kleines Baby mehr sein. Wir sind einfach 3 Jahre alt. Billy, wir kommen gleich wieder. Hey, Sam Lucky, hast du dich vorne bei dir ein Feld? Ogo Gaga! Hä? Sam Lucky, ganz ruhig. Kannst du nicht mehr klar denken? Spaß, ich kann normal reden. Oh Mann, ich sag dir ehrlich, ich fühle mich langsam auf wie ein kleines Baby. Das ist ja schrecklich. Oh, schau mal hier vorne. Hier sind Kartoffeln, Karotten und... Oh, Weizen. Wir brauchen Weizen für Kekse, um die zu backen. Stimmt, stimmt. Wir müssen ja immerhin Mehl machen. Okay, ich habe einen Weizen abgebaut. Wir brauchen noch einen zweiten. Und... Das nicht jeder. Oh. Warte mal, was? Schaut ihr etwa meine Karotten? Wie, das sind nicht deine Karotten, das sind Sam Luckys Karotten. Was sind meine, Alter? Warum... Das ist ein Hase! Das ist ein Hase, Sam Lucky! Mach doch deine Augen auf! Ihr macht mich echt sauer, wisst ihr das? Ganz ruhig, ich wusste gar nicht, dass Babys mit Häschen reden können. Ich bin sauer! Ich bin sauer! Sam Lucky, der ist größer geworden! Okay! Oh nein! Wir brauchen Eiweißen, wir brauchen nur Eiweißen! Komm, schnell, schnell, schnell! Pause, Lucky, Pause! Nein, wir stecken fest! Leute, rennen! Ey, Sam Lucky, für Kekse brauchen wir noch Kakaobohnen! Oh nein, rennen! Freunde, wir haben auf jeden Fall schon mal 2 Weizen, aber wir brauchen noch Kakaobohnen, sonst können wir keinen Keks backen. Schnell, wir müssen Kakaobohnen finden. Okay, schau mal, ich habe sogar einen Kakaobaumbohnen. Stimmt, du hast einen Kakaobaum. Wow, warte mal, wie sollen wir da reinkommen, Sam Lucky? Weiß auch nicht, okay, schau mal, ich kann nicht tragen. Warte, ja, trag mich, Sam Lucky, ich versuche da ranzukommen und... zack, komm schon. Nein, das klappt nicht. Warte mal, was macht wer meinen Kakaobohnen? Ein Moment mal, das sind deine? Hey, das sind eigentlich die von ihm, aber wir kommen nicht ran. Kannst du uns vielleicht ein paar abgeben? Komm schon, bitte, lieber Papagei. Sicher, dann müsst ihr erstmal ein paar Liegestütze machen. Was? Liegestütze? Lucky, warum müssen wir Liegestütze machen? Ey, wir sind zu klein, wir sind Babys. Wir können keine Liegestütze. Wir können keine, wir sind Babys. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sie euch einfach so geben kann. Komm schon, bitte, wir kommen nicht ran. Wir brauchen die, um wieder groß zu werden. Wofür braucht ihr sie denn? Groß zu werden, hab ich doch gesagt. Groß zu werden, weißt du was, Papagei? Komm einfach her, ich stopp dich. Komm her, ganz ruhig, okay? Okay, ich gebe sie euch, ganz ruhig, okay? Okay. Weißt du, wenn wir groß sind, dann verschonen wir dich auch. Na gut, hier habt ihr sie. Oh, danke schön, komm schon, gebt uns... warte mal. Oh, danke schön, Kakaobohnen. Du bist der Beste, das verdient eine Umarmung, komm her! Nein, Spaß, alles gut. Du kannst weiterfliegen, du bist der Beste. Hey, Sam Lucky, lass sie los. Was macht ihr da mit mir? Okay, alles klar. Wir müssen jetzt zu Billy, wir müssen Kakaobohnen machen. Kekse machen, nein, komm das schnell. Das ist falsch. Nicht ins Wasser. Lass ihn in Ruhe. Okay, Freunde, wir machen jetzt Kekse für Billy und dann werden wir wieder groß. Billy, ich bin zurück mit Sam Lucky. Schau, was wir gemacht haben. Wir haben uns einen Keks für dich gemacht. Zack. Warte mal, endlich Kekse. Ich habe darauf gewartet. Ja, hier, nimm die alle. 8 Stück sogar. Wow, Sam Lucky, der freut sich bestimmt. Jetzt kannst du uns bitte helfen. Okay, na gut. Dort oben oder wie? Ja, dort oben sind Erfahrungspunkte. Wir brauchen die unbedingt.
Okay, ich probier's. Komm schon, so lange hilft dir sogar. Nee, da nicht. Dann da. Ja, genau hier. Oh, danke, Billy. Wir brauchen die. Gib uns die her. Was passiert, wenn ich sie selber benutze? Mach's einfach nicht. Gib uns die lieber. Na gut, für die 8 Kekse mache ich das. Okay, Wachstrank, Freunde. Den brauchen wir. Okay, Simlaki, ich würde sagen, ich werf die jetzt und dann sind wir wieder groß, oder nicht? Und dann will ich Billy aus meinem Haus schmeißen. Oh ja, der traut sich doch nicht wirklich in dein... was beobachtet er uns? Egal, der traut sich einfach in dein Haus und frisst deine Kekse weg und dann will er noch mehr Kekse. Oh Mann, was ein Fiesling. Okay, komm schon, Simlaki. Auf 3, 2, 1 und wir wachsen. Wow! Yes. Simlaki, sind wir wieder größer geworden? Hast du es gesehen? Oh, da war wieder dieses grelle Licht, Alter. Wow, wir sind doppelt so groß. Ja, wir sind gewachsen und wir können sogar die Treppen jetzt hochgehen. Let's go. Warte mal, sind wir auch größer als Billy? Was denkst du? Weiß ich nicht. Egal, Ogri, lass uns jetzt lieber sofort versuchen. Was war das, deine Schwester? Die darf uns so gar nicht sehen. Simlaki, wo bist du? Ich darf die nicht sperren. Die darf mich nicht sehen im Babyanzug. Ja, die darf uns auch nicht im Babyanzug sehen. Das ist doch peinlich. Oh Mann, sogar mir ist das peinlich. Egal, ich geh einfach rein. Simlaki, versteck dich! Versteck dich! Okay, hier, verstecken in der Dusche, da kommt sie niemals hin. Okay, die wird dich bestimmt auslachen, wenn die dich so sieht. Nein, will sie nicht, was redest du? Okay, ich muss hier schnell abhauen, ich hab ne Idee. Oh nein! Spring da nicht runter, ganz ruhig, was machst du? Was macht ihr beiden hier, oder wer seid ihr eigentlich? Wir sind Okri, Simlaki. Nein, stopp, tu so, als ob du ein Baby wärst. Gugu Gaga. Oh, ihr seid so süß. Was haltet ihr davon, wenn ich euch mitnehme? Was? Mitnehmen? Die will uns, glaube ich, adoptieren. Yay, Gugu Gaga. Okay, komm schon mit, du kleiner Süßer. Eigentlich wollte ich mit Simlaki den Tag verbringen, aber das ist noch viel, viel besser. Wenn meine Schwester wüsste, dass das Simlaki ist. Oh Mann, was machst du, Blacky? Der geht sich einfach als Baby aus. Das ist der beste Tag meines Lebens, Okri. Na los, komm du auch mit. Ich komm ja schon. Gugu Gaga. Oh Mann, was machst du, Blacky? Der gibt sich einfach als Baby aus, um mit meiner Schwester den Tag zu verbringen. Oh Mann, ich glaube, der steht wirklich auf. Hast du gerade Pupsi gemacht? Blacky, hast du gerade Pupsi gemacht? Nein, hab ich nicht, Okri. Ich glaube, das sind meine Haare, die stinken immer. Okay, alles gleich, komm mal mit. Gugu Gaga, Freunde, wir sehen uns, Baby. Hat der vergessen, dass wir groß werden müssen? Wie machen wir das eigentlich? Wie stellen wir das an? Okay, egal, ich folge dir mal nach Hause. Okay, na los, komm schon mit. Ich komme ja schon. Gugu Gaga. Oh Mann, Freunde, ich tue die ganze Zeit, ob ich ein Baby bin und Simlaki. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Dem gefällt das einfach, dass er ein Baby ist. Weil er jetzt die ganze Zeit an. Okay, das ist echt komisch, Freunde. Egal, ich werde jetzt so schnell hinrennen. So, zack, zack, zack. Aber ich möchte wieder groß werden. Ich muss es irgendwie klar machen. Und gefällt es euch? Hier ist euer neues Zuhause. Ich reicht es mir jetzt so langsam, ein Baby zu sein. Lass mich los! Hör mal zu! Schwester! Hör doch zu! Ich bin's, Okri! Warte, hab ich da gerade Okri gehört? Das habe ich mir eingebildet. Nein, du hast dir das nicht eingebildet. Ich bin doch hier. Hey, lass uns raus. Raus? Warte, ihr könnt reden? Ja, ich bin's, Okri. Und das ist Simlaki. Hast du vielleicht Erfahrungspunkte, damit wir wieder wachsen können? Warte, was? Ihr seid voll fies. Ich wollte doch unbedingt ein Baby haben. Hey, aber wir können doch nichts dafür. Wie habt ihr es überhaupt geschafft, so klein zu werden? Frag Simlaki. Der hat irgendwas Schlimmes angetan. Das liegt an mir. Okri hat mir Sushi gegeben und deswegen bin ich klein geworden. Nein, das steht nicht an der Sushi. Wir haben irgendeinen Spruch aufgesagt. Oh Mann, was wollt ihr jetzt eigentlich von mir? Wir müssen hier wieder raus, Lilly. Na los, geht schon raus. Ich möchte euch eh nicht mehr haben. Oh Mann, aber wir können doch nichts dafür. Komm schon, Simlaki, lass uns verschwinden. Wir müssen wieder erwachsen werden. Was hast du dir dabei gedacht, einfach dich als Baby auszugeben? Dein Ernst? Ich dachte, das wäre cool, aber irgendwie wurde das nervig. Okay, wir müssen jetzt unbedingt wieder normal werden. Aber wie? Oh Mann, Freunde, ich weiß es echt nicht. Wir haben alles versucht, aber wir kommen nicht an Erfahrungspunkte. Wie kommen wir daran, um wieder groß und stark zu werden? Leute, wir haben noch eine einzige Möglichkeit. Wie wär's, wenn ihr jetzt alle die Glocke aktiviert? Ja, Freunde, aktiviert jetzt sofort die Glocke auf 3, 2, 1 und 0. Und 0, aktiviert alle die Glocke, vielleicht klappt es dann. Nein, Spaß, Freunde, das wird eh nicht funktionieren. Oh Mann, aber ein Versuch ist was wert.
Sim Lucky, wie wär's, wenn wir in mein Labor gehen? Komm schon, komm mit! Okay, Freunde, wir probieren jetzt was richtig Verrücktes aus. Ah, wir kommen hier nicht hoch, Sim Lucky! Oh, schau hier vorne ist ein Ender-Ei. Weißt du, was das heißt? Das ist das Drachenei vom Ender-Drachen! Ich hab's angefasst! Du hast es angefasst, dein Ernst? Oh nein, ich wollte das essen. Vielleicht hättest du das wieder groß gemacht. Stimmt, Okri. Ja, das müsste hier irgendwo sein. Ich habe es aus Versehen teleportiert. Wo ist das nur, Okri? Ich weiß es. Aber ich habe gehört, wenn man das Enderdrachen-Ei zerstört, dann kriegt man richtig viele Erfahrungspunkte. Wirklich? Wie willst du das zerstören? Du meinst, wenn man das isst? Nein, nicht essen. Das war nur ein Spaß. Wir müssen es zerstören. Warte mal, dafür brauchen wir einmal Holz. So, zack, zack, zack. Abbauen. Und zack, Freunde, perfekt. Wir haben uns jetzt eine Fackel gecraftet. Und jetzt müssen wir unter dem Ender-Ei, schau selber, Sim Lucky, wie ich das mache. So, zack, zack, zack. Eine Fackel platzieren. Und da müssen dort richtig viele Erfahrungspunkte rauskommen. Wirklich? Ja, probier mal. Okay, Freunde, wir probieren das mal aus. So, und jetzt abbauen. Und bitte funktioniert das. Komm, let's go. Wow. Ha, siehst du das? Wir werden groß. Wir bekommen Level. Ja, weiter geht's. Verwandlung! Sim Lucky, ich glaube, wir sind ein bisschen zu groß geworden. Okri, ich fühle mich immer noch so komisch. Ja, wir sind super groß. Oh, was geht hier ab, Freunde? Oh nein! Okay, Freunde, ich würde sagen, falls ihr mehr Videos zusammen sehen wollt, dann lasst jetzt ein Like da auf dem Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Was? Wie groß bist du, Sim Lucky? Okay, Freunde, und ich würde sagen, schaut unbedingt bei Sim Lucky vorbei, denn ein Tag kommt bei mir ein Video und ein Tag kommt bei Sim Lucky ein Video. Und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr noch Babys seid. Und wenn nicht, dann schreibt alleine eins in die Kommentare. Ich werde zum Mutanten! Okay, Freunde, ich würde sagen, drückt auf die nächste Folge schnell, damit wir wieder normal sind. Schnell, Freunde, auf die nächste Folge drücken. Die ist hier vorne. Schnell.